47.969. So viele Stunden leisteten die über 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Roten Kreuzes Bruck im Jahr 2021. Freiwillig und unbezahlt. Zeit, Danke zu sagen. Ja, wir kommen mit dem Danke sagen bei den freiwilligen Mitarbeitern gar nicht nach. Wobei das natürlich eine Teamsache ist. Also das heißt, es sind ja nicht nur die freiwilligen Mitarbeiter, es sind die hauptamtlichen Mitarbeiter und die Zivildiener, die sich genauso ins Zeug legen. Aber 50.000 allein freiwillige Stunden, das ist schon eine richtig gute Summe. Ja. Die Pandemie verändert auch die Arbeit beim Roten Kreuz. Einige Bereiche mussten für gewisse Zeiten reduziert werden. Der Großteil der beinahe 50.000 Stunden, rund 38.500, entfielen auf den Rettungs- und Notarztdienst. Es steigen die Zahlen im Krankentransport und im Rettungsdienst. Viele Leistungsbereiche haben wir jetzt da die letzten beiden Jahre nicht so machen können, wie wir sie früher gemacht haben. Der Sozialdienst zum Beispiel oder die Jugendarbeit, das ist einfach Corona-bedingt reduziert gewesen und Gott sei Dank haben wir so viele gute Rettungsdienstmitarbeiter und Freiwillige im Rettungsdienst, die haben das quasi aufgefangen. Ja. Der soziale Dienst stellt eine wesentliche Säule des Rotkreuzdienstes dar. Darunter fallen viele Bereiche. Fast 4.000 Stunden wurden von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in die Team Österreich-Tafel investiert. Andere Bereiche mussten pandemiebedingt etwas reduziert werden. Also in den Sozialdienst fallen ganz viele Leistungsbereiche ein. Da ist die Team Österreich-Tafel als größter Sozialdienstleistungsbereich. Wir haben verschiedene Initiativen, wo wir ältere Menschen betreuen, wo wir ältere Menschen besuchen. Bewegung zum Wohlfühlen gehört da dazu oder eben auch Flohmarkt und solche Sachen. Aber alle diese Dinge, bis auf die Team Österreich-Tafel, die einen permanenten Zulauf hat, Gott sei Dank, haben wir natürlich sehr reduzieren müssen in den letzten zwei Jahren. Ein wichtiges Angebot des Roten Kreuzes sind die Erste-Hilfe-Kurse. Diese bringen auch Einnahmen. Auch hier zeigte die Pandemie ihre Spuren. Also die Erste-Hilfe-Kurse haben wir, ich würde meinen, fast ein halbes Jahr nicht so abhalten können, wie wir sie abhalten hätten sollen. Das ist einfach reduziert abgelaufen, das heißt, es sind die Gruppengrößen geringer gewesen. Wir haben teilweise gar nicht vortragen dürfen. Das fängt jetzt da langsam wieder an. Wir merken auch, dass die Leute gern wieder ihre Erste-Hilfe-Kurse auffrischen möchten und ich hoffe, dass das bei der Lehrtätigkeit jetzt da wieder bergauf geht. Ja.